Heute geht es darum, wie ihr gut an Fortraton-Punkte kommt. Wie schon gerade im Intro gesagt, zeige ich euch in diesem Video, wie ihr gut und schnell an Fortraton-Punkte kommt. Und ich würde sagen, nicht lange schnacken, wir fangen direkt mal an. Wir gehen erstmal auf meine Autos. Danach gibt es die Möglichkeit, einmal 5 Punkte zu bekommen. In dem Ascari ist auch der einzige Wagen unter der Marke, den es da gibt. Wenn ihr da einmal eingestiegen seid, bekommt ihr auf Upgrades und Tuning, Automeisterung, einmal für einen Punkt 5 Forzaton-Punkte. Da man den Wagen im Auktionshaus gerade nicht findet, den Wagen so im Fuhrpark nicht kaufen kann, ist das nicht besonders lohnenswert. Aber wenn ihr gerade 2, 3, 4, 5 Punkte braucht, ist das einmal eine schnelle Lösung. Ich weiß gar nicht, wo ich den Wagen her habe, ob das mal eine Belohnung war oder was. Ich habe keine Ahnung. Aber genau deswegen zeige ich euch noch eine Marke und wir bleiben bei A. Und zwar gehen wir einmal in die Marke Acura. Und da nehmt ihr gleich den ersten, den 2001 Integra Typ R. Den könnt ihr für 25.000 Credits kaufen. Das ist nicht viel und ihr bekommt da eine Besonderheit. Und zwar gehe ich jetzt wieder auf meine Autos und dann gehen wir nochmal auf Acura. Und da ist der Integra Typ R aus dem Jahr 2001. Ihr habt gesehen, der ist nicht teuer. Und wenn ihr da eingestiegen seid, geht ihr auch bei dem wieder auf Upgrades und Tuning. Also natürlich oben in der Mitte Fuhrpark. Upgrades und Tuning, geht dann auf die Automeisterung und ihr bekommt für 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Für 9 Levelpunkte bekommt ihr 10 Forzaton-Punkte. Den Wagen könnt ihr jetzt verschenken, verkaufen, wie ihr wollt. Kauft den einfach neu und dann könnt ihr das Ganze wieder tun. So, jetzt fragt ihr euch, ja, schön und gut, ich kriege ja bei dem Wagen für 9 Punkte kriege ich 10 Forzaton-Punkte, aber wo kriege ich diese 9 Punkte so schnell her? Das zeige ich euch natürlich auch. So, dafür gehen wir einmal komplett aus dem Menü hier raus. Einmal das Zuhause verlassen. Gehen dann ins Pause-Menü. Einmal auf Creative Hub, Event Lab und gehen dann auf Veranstaltungsblaupausen. So, ich gehe jetzt mal in Verlauf, weil ich hier natürlich die Farmstrecke im Verlauf habe. Ist leider nicht meine, bei 24 Millionen Mal gespielt. Würde ich mich sehr freuen, wenn das meine wäre. Ich habe auch Strecken, die sehr viel gespielt wurden, aber anderes Thema. Ich zeige euch hier mal den Code. Und zwar ist das einmal 139710733. Packe ich natürlich unten in die Videobeschreibung rein. So, und dann starte ich das Ganze natürlich solo. Dann nehme ich hier vorzugsweise meinen Lamborghini. Und zwar den Lamborghini Sesto Elemento. Denn ihr könnt auf der linken Seite neben dem Bild Forzaton Edition Fähigkeiten Boost sehen. Das ist notwendig, damit ihr 10 Punkte pro Rennen bekommt. Und das dauert gerade mal 30 Sekunden für 10 Punkte. Und wir haben gerade gelernt, für 9 Punkte bekommt ihr 10 Forzaton Punkte. Ich weiß, ein bisschen kompliziert, wer das noch nicht so kennt. Aber vertraut mir, ich zeige euch mal, wie das funktioniert. So, da sind wir im SP-Farm-Rennen angekommen. Wir gehen einmal in die Schwierigkeitsgrad-Einstellung. Da macht ihr das auf unschlagbar. Anti-Blockiersystem ist eigentlich total egal, an, aus, ist egal. Es geht jetzt um die Lenkung. Hier macht ihr automatisches Lenken an, Traktionskontrolle macht ihr an und Stabilitätskontrolle könnt ihr auch anmachen. Ihr könnt das natürlich auch alles ausmachen, wenn ihr den Wagen selber gut steuern wollt. Aber so ist das halt eine schnelle Fahrmethode. Geht ihr raus, einmal speichern, fortfahren, dann wird das Ganze aktualisiert. Die Sequenz kommt nochmal, dann wird die Rennveranstaltung gestartet. So, und dann gebe ich euch den Tipp, fahrt nicht sofort Vollgas, fahrt doch Halbgas oder ein bisschen langsamer los. So, und jetzt, sobald ihr in der Mitte der Linie seid, könnt ihr durchdrücken und das Rennen beenden und dann bekommt ihr 10 Punkte. Ich hätte jetzt natürlich vorher einmal in meine Punkte gucken sollen, damit man vorher nachher auch sieht, damit ihr wisst, dass ich gerade keinen Quatsch erzähle, dass ihr dafür wirklich 10 Punkte bekommt. Und das automatische Lenken ist wunderbar, weil er lenkt wirklich komplett automatisch. Und das Rennen ist beendet in 26,8 Sekunden. So, und jetzt eine Sache. Ihr könnt das Rennen jetzt neu starten. Hier kommt zwar die Meldung, möchtest du die Veranstaltung wirklich neu starten? Nicht gespeicherter Fortschritt geht verloren. Völlig egal, ihr habt die 10 Punkte, die sind euch safe. Ihr könnt das Ganze einfach neu starten. Hab wieder 30 Sekunden knapp. Also, ich sag mal, mit Ladezeiten seid ihr so vielleicht bei 30, 32 Sekunden.
Also sagen wir mal eine Minute 10 oder so, keine Ahnung, grob überspitzt jetzt. Eine Minute 5, eine Minute 10, habt ihr 20 Punkte. Und ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Jetzt, wenn das gerade beendet ist, gucke ich einmal nach, wie viele Punkte ich habe. Und starte das nochmal, nur um zu zeigen, dass man hier auch wirklich 10 Punkte bekommt, wenn man diese Fähigkeiten boost hat. Es gibt natürlich auch andere. Ihr müsst nicht unbedingt den Zesto Elementor haben. Ich weiß, dass es nicht ganz einfach ist, an den Wagen ranzukommen. Jetzt sind sogar 26,6 Sekunden. So, jetzt gehe ich einmal raus hier. So, ab ins Pause-Menü. Einmal nach Hause. So, zu Hause angekommen, natürlich wieder auf Fuhrpark klicken. Upgrades und Tuning. Automeisterung. Und da können wir jetzt sehen, ich habe 92 verfügbare Punkte und wir cutten direkt mal rein ins Rennen. So, wie gesagt, am Anfang ein bisschen weniger Gas geben und danach könnt ihr wirklich wieder komplett durchdrücken. 92 Punkte. Und wir merken uns das Ganze. Und das ist hier gleich beendet. So, da ist das Ziel. So, lassen wir durch. So, einmal raus. 92 Punkte waren es. So, Fuhrpark, Upgrades und Tuning, Automeisterung und wir sind bei 101 Punkten. Das heißt, ich war ein bisschen zu schnell. Ich habe nur 9 Punkte bekommen. Vorführeffekt. Aber selbst für 9 Punkte lohnt sich das. Weil ihr habt ja eben gesehen, für 9 Punkte bekommt ihr 10 Punkte. Also ich zeige nochmal, was gemeint ist. Moment. Einmal in den Fuhrpark. Hier ist der Integra und zwar die Marke Acura. Direkt der erste Wagen. 25.000. So, ich habe den einmal neu gekauft. Gehe direkt auf meine Autos. Gehe dann wieder auf Acura. Und da ist der neue. Der Unterschied ist, hier steht gewöhnlich, dahinter steht nichts. Bei dem steht gewöhnlich neu. Das heißt, das ist der neue Wagen. Da steigt er dann einmal ein. Aber wie gesagt, ob es jetzt 10 Punkte sind oder 9. Wenn ihr ein bisschen langsamer fahrt, habt ihr auf jeden Fall safe die 10 Punkte. Einmal raus aus diesem Menü. Upgrades und Tuning. Automeisterung. 1, 2, 3. 3 plus 3 ist 6. Und plus 3 sind 9 Punkte. Das heißt, ich habe gerade die 9 Punkte, die ich gerade bekommen habe, innerhalb von 30 Sekunden, gut, mit Menü, sagen wir mal eine Minute, selbst wenn es eine Minute ist, mit Menü und allem, aber ich habe in einer Minute gerade 10 Forzaton-Punkte bekommen. Und ich denke, das kann sich auf jeden Fall sehen lassen. Aber das ist natürlich nicht alles. Es gibt natürlich auch noch andere Mittel und Wege, an Forzaton-Punkte ranzukommen. Und zwar, wenn ihr draußen in der freien Fahrt seid, geht ihr einmal ins Menü, geht in die Festival-Spieleliste und da mache ich ja jede Woche Donnerstag einen Guide. Es sei denn, ich habe mal keine Zeit oder mir geht es nicht gut, aber das ist ja menschlich. So, aber dann gehen wir hier hin und hier bekommt ihr für jede abgeschlossene Wochenaufgabe, und deswegen zeige ich die immer, on point 160 Punkte. Ich zeige das, warte mal, irgendwo habe ich noch eine Aufgabe nicht gemacht, ne? Ne, da habe ich alle gemacht. So, hier können, das können wir leider noch nicht sehen, aber glaubt mir, wenn die aktiv ist, könnt ihr sehen, dass unten rechts 160 Forzaton-Punkte abgebildet werden. Hier den Winter habe ich schon geschafft, das Video kam gestern. Dementsprechend habe ich da die 160 Punkte bekommen. Weiter geht's mit Dailies. Es gibt tägliche Aufgaben. Hier haben wir zum Beispiel jetzt die Aufgabe Feeling Cyberpunk. Fotografiere deinen Charakter, während er das Retro-Wave-Outfit trägt. Ist ja ganz einfach. Ziehst das Outfit an, machst ein Foto, zack, 20 Forzaton-Punkte. Und das gleiche ist mit den anderen Aufgaben. Aber ihr seht ja selber, die sind nicht immer sofort aktiv. Die zweite Aufgabe ist in 6,5 Stunden aktiv. Die nächste erst morgen. Die nächste übermorgen und so weiter. Das sind immer so tägliche Aufgaben. Ihr habt eine Woche lang immer jeden Tag eine Aufgabe. Dann bekommt ihr jedes Mal, also jeden Tag, nochmal 20 drauf. Also das heißt, wenn die Woche beginnt, habt ihr 160 plus 20, habt ihr 180. Dann habt ihr 200, 220, 240, 260, 280. 280 Forzaton-Punkte jede Woche. Und ich denke, das kann sich sehen lassen. Dazu gibt es natürlich noch andere Punkte. 3 Punkte, 10 Punkte, 3, 3, 2 Punkte, 2 Punkte, 5 Punkte und so weiter. Diese Punkte sind andere Punkte. Ich habe fälschlicherweise im ersten Videoguide gesagt, dass das Forzaton-Punkte sind. Das stimmt natürlich nicht. Das sind diese Punkte. Saisonbelohnungspunkte. Die braucht ihr für die Autos. Das ist aber ein anderes Thema. Es gibt natürlich noch viele andere Autos. Aber wenn ihr wollt, kann ich die irgendwann nochmal in anderen Videos zeigen. Wenn das Video nicht mehr so aktuell ist, ist es leider so auf YouTube, dass Videos, die alt werden, nach unten verschwinden. Und deswegen ist es ganz wichtig für den Algorithmus, dass immer wieder Kommentare geschrieben werden, dass geliked wird und natürlich geschaut wird. Wenn du neu auf dem Kanal bist, lass mir gerne ein Abo da. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Verpasst du nichts mehr. Ich bin raus. Danke, bis zum nächsten Mal. Bye, bye und ciao.
all about humanity.